Lieben, willkommen zu einem neuen Favoriten-Video von mir. Ihr habt vielleicht schon gesehen, ich nenne die jetzt anders. Ich nenne die jetzt, was ich lieb. Im Januar 2019. Passt irgendwie besser zu mir, habe ich das Gefühl. Den Monat gestartet habe ich in Dresden. Silvester verbracht und dann kam auch schon mein Freund mich besuchen. Und das war natürlich eine gute Zeit. Aber eines, was er mir gezeigt hatte, war die App Huji. Und man muss bei dieser App hier so rangehen, wie bei so einer Analogkamera, damit die sich öffnet. Und Huji, ich mache mal ein Beispiel. Huji lässt alles schön und vintage aussehen. Wenn ich Selfies mache, okay. Ich blende es euch alles ein und mit so Lichtspiel-Einspielungen und mit einer Zahl drauf von 1998. Da war ich ungefähr 3 Monate alt oder so. Ich war 1 Monat alt im Januar 98. Genau, aber damit habe ich ganz viele Bilder gemacht und auf Instagram dann gepostet. Ihr wisst, ich bin Verfechter von echter Analogfotografie, aber so eine App kann auch nicht schaden. Und die lässt wirklich alles wunderschön aussehen und ich empfehle sie immer ganz, ganz vielen Leuten. Was ich außerdem sehr mochte, ist meine neue Flasche. Ihr wisst ja, meine alte von Soul Bottles ist mir leider runtergefallen, kaputt gegangen. Ja, weil sie eben aus Glas war und ich bin so ein tapsiger Mensch. Und ich habe diese dann gesehen bei TK Maxx. Das war ein echter Glücksgriff. Die ist auch aus Glas, aber hat Silikon drum. Ich finde, sie sieht super schick aus. Sie ist praktisch, weil sie hier so einen Henkel hat. Ich liebe sie. Sie ist schlicht, sie ist schön, sie ist toll und sie geht mir hoffentlich nicht kaputt. Noch etwas, was ich vor allen Dingen im Januar sehr viel benutzt habe, aber auch schon im Dezember, ist mein Oil Diffuser von The Body Source ist der. Den hatte ich ursprünglich mal für meinen Ex-Freund gekauft als Geschenk. Aber der war A, nicht so begeistert und B, hatte er schon mal einen von seiner Oma bekommen, was ich nicht wusste, weil er nicht so begeistert war. Ich dachte, das ist ein cooles Geschenk und ich liebe es ja auch. Deswegen his loss, my gain. Das ist toll. Auch wenn es einfach, selbst wenn einfach nur Licht ist und es Gemütlichkeit aussendet, das ist einfach toll. Dieser Monat stand ganz bei mir unter dem Zeichen des Lesens. Ich habe so viele Bücher geschenkt bekommen, zu Weihnachten oder zum Geburtstag, die ich noch lesen möchte und muss. Möchte vor allem natürlich. Ich muss ja nichts lesen, was ich nicht will. Und im Januar habe ich 2 gelesen. Beziehungsweise lese gerade noch 1 und lese auch noch eine Zeitschrift und alles Mögliche. Aber das war eindeutig mein Favorit von Margarete Stokowski und Nomenfrei. Das ist mein neues Lieblingsbuch. Wenn Leute mich jetzt fragen, was ist dein Lieblingsbuch, das. Ich will auch noch ihr neuestes lesen. Jeder muss es lesen. Das sollte Schullektüre sein. Hier geht es um Feminismus und was gerade alles so falsch läuft in der Welt. Was ich hingegen gerade lese, ist We Were Liars. Kurzer englischer Read. Ich bin jetzt ungefähr hier. Ich lese jeden Abend, versuche ich 1 Stunde eher im Bett zu sein und zu lesen. Klappt manchmal besser, manchmal weniger gut. Aber im Großen und Ganzen hat es bei mir gut funktioniert, mir einfach wie so richtig Zeit zum Lesen mir einzuplanen. So von 21 Uhr bis 22 Uhr liest du und dann schläfst du. Und außerdem, was mir immer hilft, ist in der Bahn zu lesen, auf dem Weg zur Uni, gar nicht erst mit Musik aus dem Haus zu gehen, sondern gleich mit einem Buch außer Hause und das kann ich auch. Also und lesen bis zur Uni und nach Hause auch. Ja, so bekomme ich viel Text hier rein und hier rein. Etwas weiteres Analoges, was mich sehr glücklich gemacht hat, sind meine Notizbücher. Das ist jetzt mein altes, sehr zerranztes. Es war eigentlich eins aus Bozen und da war außen so ein blauer Umschlag drum, ist alles kaputt gegangen. Weil ich das überall mit hingenommen habe und hier sind so sämtliche Uni-Notizen drin und aber auch alles Mögliche. Und ich habe jetzt hier bei meinem neuen das richtig sortiert. Ich habe eine Organisation, weil ich das in Uni und YouTube und Handy und privat mittels Farben sortiere, die ich dann sozusagen anstreiche. Und ich liebe es einfach, alles, was du denkst, gleich aufzuschreiben. Und ich persönlich finde Aufschreiben ganz wichtig für mich, weil ich viele, viele Gedanken habe und ganz viel auch vergessen würde, wenn ich es nicht aufschreiben würde.
nachts im Bett habe ich die besten Ideen und die schreibe ich dann meistens nie auf, weil ich zu müde bin. Das müsste ich mal machen, da wäre ich noch tausendmal kreativer. ja, manchmal gehe ich dann wirklich an mein Handy, Bildschirm und gebe mir diese Helligkeit nochmal, nur damit ich festhalte, was ich so gerade denke. Deswegen ganz große Liebe, das hier ist mein Moleskine-Notizbuch. Das wird jetzt mir einige Zeit reichen, da sind auch viel mehr Seiten drin, als jetzt in diesem Büchlein waren. In diese Bücher habe ich so viel geschrieben, weil ich einfach auch einen unglaublich produktiven Januarmonat hatte. Es ist unglaublich viel los von allen Seiten. Also ich habe ja in meinem persönlichen Leben so viel Ansatzstellen. Also A, habe ich das Private, dann habe ich YouTube, Tierendier, ich habe Uni, ich habe noch einen anderen Job. Es ist so viel los und es ist so viel zu tun und so viel prallt gerade auf mich ein. Und das ist alles viel Arbeit, aber wenn man liebt, was man tut, dann macht es auch alles so viel Spaß und generiert neue Liebe. Und ich habe irgendwie Stress, aber irgendwie genieße ich es auch und deswegen ist es so schön. Ich umgebe mich mit Leuten, die mir viel geben und mache Sachen, die mir viel geben. Ich tanze viel und mache Yoga und trinke Tee und bin zu Hause. Es ist einfach wirklich wunderschön und ich habe irgendwie dieses Gefühl, ich habe mich so langsam so selbst gefunden und stehe für mich ein und das, was ich denke und kämpfe für mein Recht und mach mir einen Auftritt nach außen und habe irgendwie Erfolg. Es ist echt schön und das ist alles, ja, neu und weiß ich nicht, ich mag, viele sind ja im Winter ein bisschen depressiv, aber ich bin im Winter irgendwie immer ziemlich happy auch. Weiß nicht wieso, weil ich das drin sein mag. Ich bin ein Drinnenmensch. Zum Thema Drinnenmensch passt vielleicht auch, dass hier steht Wohnung und alleine leben. Ja, als wir nach Erfurt gefahren sind, sind wir nochmal Möbel shoppen gegangen bei einem schwedischen Möbelhaus. Und meine Wohnung ist fast komplett, würde ich sagen. Was ich jetzt noch will, ist noch ein Nachttisch für meinen Freunden sozusagen. Also ein zweiter Nachttisch plus Lampe und ein Wecker. Weil ich mein Handy versuchen will, nicht mehr mit ans Bett zu nehmen. Aber das ist das nächste Thema. Dann möchte ich noch eine Stehlampe für da drüben und einen Sessel. Und einen Sessel habe ich jetzt schon bei eBay gefunden, bei eBay Kleinanzeigen, der mir sehr gut gefällt, aber der kostet fast 100 Euro. Aber bei dem schwedischen Möbelhaus sind sie auch alle so teuer oder teurer, viel, deutlich teurer und nicht so unique und nicht so nachhaltig. Deswegen, der wird so werden, weil ich mir gedacht habe, vielleicht so eine Sitzecke. Also das hat meine Mama erst gesagt und ich so, nee, ich brauche nicht so viele Sitzplätze, aber irgendwie wäre es schon schön, der passt hier so gut rein. Oh, Möbel sind was Schönes und außerdem Sachen. Ich habe so richtig Bock, mir war es richtig gut, also ich bin ja so ein Secondhand-Shopper, aber ich habe mir mal so richtig, also ich habe so Lust, mir so eine richtig teure, faire, nachhaltige Mode zu kaufen. Also ein Kleidungsstück, irgendwas. Muss ich aber erst noch herausfinden, was es ist. Also ich habe viel, was in meinem Kopf rumschlummert und auch fotografisch einfach so viele Ideen. Weiß ich nicht, ich sehe mich manchmal in meiner Wohnung mit einem gewissen Schlafanzug rumlaufen und denke mir so, yes! Und ich will meine Haare wieder zum Beispiel kürzer machen. Wie bin ich jetzt von Wohnung auf all diese Themen gekommen? Aber weil hier in dieser Wohnung so viel Leben ist und so viel stattfindet. Und ich weiß nicht, ich bin so gerne hier und bald sind Semesterferien. Ich habe eigentlich keinen Grund, so wirklich in Erfurt zu sein. Aber ich werde es sein, weil hier einfach mein Zuhause ist. Auch wenn hier keine Uni ist, hier arbeite ich. Hier ist meine Wohnung, hier ist mein Zeug, hier sind meine Freunde, mein Freund. Hier ist mein Leben. Das Letzte, was ich mir noch aufgeschrieben hatte, war, dass ich viel gegangen bin oder viel gestanden habe, dass ich da wirklich mal drauf geachtet habe, weil mir ist es dann so aufgefallen, dass ich ganz viel sitze. Und das ist vor allen Dingen gewesen, auch durch meine Freundin Anna, falls du das jetzt siehst. Sie hat nämlich gemeint, sie läuft die allermeisten Wege und sie steht ganz viel. Und da ist mir so aufgefallen, so I don't. Und ich bin da ja durchaus, also ich weiß, dass man 10.000 Schritte am Tag gehen sollte und so weiter und so fort. Und ich bin auch schon ein aktiverer Mensch, aber ich sitze einfach auch unglaublich viel. Und ich freue mich immer, wenn ich einen Sitzplatz in der Bahn habe. Aber wenn ich jetzt kürzere Strecken von so 10 Minuten oder weniger fahre, setze ich mich nicht mehr hin. Dann stelle ich meine Einkaufstaschen oder meinen Rucksack ab und stehe einfach. Stehe neben dem Stuhl. Und es ist gut, es ist wirklich gut für den Körper. Oder ich
Laufe immer mal kleinere Strecken, die man nicht unbedingt fahren muss. Oder steige früher aus, irgendwie sowas. Denn my body is a temple. Und ich will da mehr Acht geben drauf und aktiver sein. Also ich habe einen Job oder Jobs, die alle vom Computer stattfinden oder beim Schreiben, was weiß ich was. Und ich will mehr aktiv sein. So, ihr Lieben, das waren meine Favoriten für den Monat Januar, was ich liebte und immer noch weiter liebe. Ja, schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr besonders geliebt habt diesen Monat. Geschaut habe ich unglaublich gerne Druck, das habe ich sehr durchgesuchtet. Was habe ich noch geschaut? Zwischen Tunnel und Tränen. Ich liebe es einfach, obwohl es ist einfach so sinnvoll, ob ich liebe es. Was habe ich gerne gegessen? Roh habe ich viel gegessen, auch durch die Etipetete Bio-Box. Ja, und einfach wieder Smoothies getrunken. Ich hatte in Dresden die ganze Zeit keine Smoothies und jetzt habe ich wieder welche. Kann ich mir hier wieder welche machen? Und ich bin so, Halleluja. Und auch, dass ich mir wieder rote Lippen machen kann seit meinem Herbst. So, das ist so ein Goals, einfach Goals. Gut, ihr Lieben, macht es euch fein. Wir sehen uns am Mittwoch. Nee, am Sonntag. Wir sehen uns am Sonntag beim Vlog. Tschüss.